Servus, Morsche, schönen Woche wünsche ich. Reden wir mal ein bisschen über aktuelle Themen. Rettungsgasse bilden. Leute, ich fahre ewig mit Radarauto. Immer wenn es Martinshorn geklungen ist, haben wir Rettungsgas gebildet. War nie ein Problem. Und jetzt auf einmal können die Deutschen das nicht mehr. Tut mir leid, glaube ich nicht. Aber an der Stelle, es geht überhaupt gar nicht, dass Rettungskräfte, Feuerwehr, Polizei oder Sanitäter behindert werden, angepöbelt oder verkloppt. Das geht überhaupt gar nicht. Ich finde es unfassbar. Ehrlich, Leute. Naja, und das nächste Thema ist ganz einfach die Dieselnorm. Ja, da hat man so viel Zeit gehabt, Politiker, darüber nachzudenken und zu diskutieren. Jetzt muss man es übers Knie brechen. Und die Mittelständler, die auf ihre Dieselfahrzeuge angewiesen sind, die springen über die Klinge und gehen über die Wupper. Unfassbar, das geht auch nicht. Lassen wir das mit der Politik, da geht am Ende nur den Hut hoch. Hier an der Stelle wieder ein kleiner Witz. Ein Hesse, der liest eine Zeitung, neue Herne zu kaufen. Macht einen Termin, geht da hin zum Arzt, der ist echt gleich. Ich habe hier Herrn vom Astronaut, 5000 Euro, kaum benutzt. Der Hesse macht, naja, ich weiß nicht. Habe ich auch noch ein Angebot, sagt der Arzt, hier für 2500 Euro, Herrn vom Lehrer, aber das ist schon sehr abgenutzt. Der Hesse sagt wieder, ach, ich weiß es nicht. Sagt der Arzt, oh, ich habe hier was ganz was Feines. Herrn vom Politiker, 1 Million Euro. Sagt der Hesse, oha, wieso ist denn der so teuer? Sagt der Arzt, naja, weil es noch gar nicht benutzt ist. Leider kann man das unterstreichen. Also passt gut auf euch auf. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Macht's gut. Tschö.